Und damit willkommen zurück zu Adventure Time mit Dufter Typ. Nehmt euch jetzt in die Feuerwelt mit und hüpft hier rum und singt sein Lied, so schräg es nur geht. Adventure Time. So, da drüben sind schon wieder miese Dudes. So, da drüben müssen wir hin. Ach, aber die sind jetzt Stufe 4. Jetzt machen sie hier einen auf Easy Mode oder was? Ist ja schon leicht frech. Egal. Ihr wollt es nicht anders, also kriegt ihr die Wirbelklinge. Smack! So, du brauchst mir hier nicht mit einer Parade antanzen. Jake haut schon mal auf den hier. Ja, wobei Jake hätte hier die Doppelattacke nehmen können. I don't feel so hot. Smack! I think I'll just rest. Terminated! Bringen die immer noch viele Erfahrungspunkte oder? Jawohl. Marceline ebenfalls auf Stufe 6 gestiegen. Oh, Bimo ebenfalls. Bimo zieht gut hinterher. 540. Naja, da hatten wir schon mehr, ne? 1500. Da kommen wir nicht sonderlich weit mit. Muss ich gestehen. Also hoffe ich doch mal, dass wir nochmal ein paar stärkere Gegner bekommen. Damit wir nochmal ein bisschen Kohle dazu bekommen. So, ich glaube, wir müssen jetzt wieder zur Prinzessin hoch. Ah, stimmt, da oben standen ja die richtig mies fetten, die wir noch nicht besiegt haben. Drei Stück waren das so. Oh nee, jetzt steht hier nur die Prinzessin. Sehr gut. Jeez, Flame Princess, you don't look so good. Yeah, what's wrong? I feel really weak. The fire in the core must be really low. Too much water must have gotten in. I know you guys have important stuff to do, but could you go down there and see what's going on? Sure thing. Let's go, Jake. Okay. Die nächste Runde. That's a pretty weak fire. Hier ist ja noch nicht mal überall Feuer. Traurigerweise. So, dann wollen wir mal gucken. Wie kommen wir denn darüber? Kommen wir da überhaupt drüber? Können wir darüber? Können wir das hier vielleicht nehmen? Ja, das ist gut. Und dann vielleicht die damit anzünden oder so? Ja. Ich bin gar nicht so blöd. Das war voll einfach. Ich bin voll klug. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber egal, wir wissen jetzt, wie es geht. Dann heizen wir hier nochmal ein bisschen ein. Und hier auch nochmal ein bisschen einheizen. Ha! Blaue Flamme. Das sieht gut aus. Blue Flames. Huh, weird. Dude, what now? So, uns wurde es gerade eben schon gezeigt, was als nächstes ist. Eine Flamme da unten ist noch nicht an. Aber die zünden wir jetzt einfach an. This gate seems locked. Perhaps if we light that other fire? Okay. Das war's also nicht. Jetzt ist die klar. Jetzt, da die hier an ist, können wir die nehmen und die dort unten anzünden. Aha. Geht doch.
Und dann sind wir hier unten in den Gemächern des Feuerkönig-Dingtums. Wenn wir schon mal hier sind, rauben wir die Guten doch mal kurz aus. Marceline ist ja eh als Piratin verkleidet. Das lohnt. So, naja, nicht so ganz. Aber wir können zumindest schon mal ein bisschen Kohle nochmal für Marceline und für Bimo ausgeben. Erstmal für Marceline, die stirbt nicht so schnell. So, und jetzt nochmal für Bimo. Schön. Wir gehen noch die Genauigkeit nach oben. Und yay. Richtig gut. Weiter geht's. Eigentlich müsste das ja ein roter Pfeil sein, bin ich der Meinung an der Stelle. Aber hier haben wir noch was. Man, it's no wonder the fires are low. I can't believe how much water got in. Sabotaging the emergency valves helped. Seriously, dude, how'd you turn into such a jerk? Does it really matter? Of course it matters. I mean, you're kind of me. It's kind of like seeing what I could have turned into, and I don't like it. Did you cause this flood? Not exactly, but I helped. Who did you help? Yeah, they already pretty much darked up all of Ooh. How come they sent you here to mess with the Fire Kingdom? To distract you. They don't want you around until they're good and ready. Yeah, well, you're here. I guess you'll have to do. Nah, man, I gotta go. But I know how much you like fighting big bad enemies, so I have a present for you. Okay, well, have fun doing your hero thing. Vielleicht hätte ich Bimo vielleicht erstmal heilen sollen. Oh, nee, sind alle geheilt. Ja, dann würde ich mal sagen, Action Time! Wo stehen eigentlich die Lebenspunkte von dem Dude? Oh. Ich hab mit... What? Übertreibt mal. So, erstmal unsere Dudes hier. My name is Bimo. I'm here to say, let's get healed and save the day. Go Bimo! Den Bimo-Dance. So, und auch nochmal eine Ulti. Wait. The fuck? Mathematical. Immun gegen Eis. Sehr schön. Das ist aber schon ein bisschen hart dreckig, das Ding. Mal damit. Immun. Geil. Ja, dann wird es mal, glaube ich. Moment. Wie sieht es mit den Lebenspunkten aus? Geht eigentlich sogar noch. Naja, komm. Dann helfen wir Jake einfach mal ganz kurz. Und dann müssen wir schauen, dass wir ihm seine 16.000 Lebenspunkte irgendwie loswerden. Können wir hier irgendwie halt überhitzt. Das ist gut. So, und dann gib ihm nochmal Feuer. Schwach gegen physische Attacken. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, da brauchen wir gar nicht großartig draufzimmern. Naja, komm, so 1000 Lebenspunkte wären nicht schlecht für Jake.
So, was kann Marceline hier noch anrichten? Ach nee, das sind nur Flammenschaden. Dann... Komm, Attack. Woo! Bimo hat doch hier... Führt dazu, dass ein Gegner dominiert wird. Das ist cool, das machen wir gleich. Erstmal lassen wir Bimo nochmal dem guten Finn einmal kurz Eis essen. Und dann hoffen wir, dass das was bringt. Ach, immun. Alles klar. Gruppenheilung. Auch wenn es noch nicht auf alles notwendig ist. Aber besser ist besser. So, dann nochmal eine Einzelheilung auf Finn. Und das bringt nichts, ne? Das brachte nichts, glaube ich. Komm, probieren wir es einfach nochmal. Ja, nur schwach. Wie Bimo immer einfach nur zerrupft wird. Here, this will help. So, aber das macht nichts. Wir kriegen das schon irgendwie hin. At least this doesn't go in my table. One shot. Okay. Oh, stimmt. Wir haben ganz schön viele Supermuffins. Dann kriegt Bimo jetzt einen Supermuffin. Ring. Das ist irgendwie ein ganz schön langer Kampf, der hier abläuft. Genau, Bimo sollte auf jeden Fall nochmal so ein Fläschchen nehmen. Oh, gut. Bevor er wieder angreift. Ja, okay, passt schon. Wag ich das? Nee, ich wag's lieber nicht. Lieber gleich heilen. Und weiter drauf kloppen. Genau, Bimo ist wieder safe. Bimo kann nochmal Marceline heilen. Damit geht er nämlich in den Enrage und kann alle nochmal buffen. My name is Bimo. I'm here to say, let's get healed and save the day. Go Bimo! Go Bimo! Übertreib's. So. Die Frage ist, ob bringt das echt überhaupt nichts? So, 11.555. Und... Heilung. At least this doesn't go in my tape blood. 11
Doch, das hat aber ganz schön reingefeuert. Das waren gute 600 Schaden, die er kassiert hat. Ja, dann bleibt es natürlich bei Eisangriffen. Das sind, glaube ich, nur die, wie heißt es, die Statuseffekte, die nicht ganz ankommen. Mieser Schaden. Ja, nee, einmal kurz Überhitzung bei Jake heilen. Und Smack. Nochmal ein heftiger Hieb. So, Bimo setzt dann nochmal Heilung für alle ein wieder. Und greift dann wieder an. Alter, dieser Kampf, ne? Oh, geil. Fehlschlag, lol. So, Jake greift auch ganz normal an. Und hat 5. Nee, das heißt, hier kommt auch nochmal ein normaler Angriff. Was macht das? Ich weiß nicht, was macht, ob der dann irgendwann anfängt zu explodieren oder so. Wir können Jake noch einmal kurz heilen. Damit Bimo zumindest öfter sein Limit Break, seine Ulti ziehen kann. Ja, genau, Marceline gibt weiter Kette. Joa. Aua, würde ich mal sagen. Einmal kurz alle heilen. Und einmal den riesen Spezialangriff. 8776 war es gerade. Und nochmal alle heilen. Ja, alles klar. Das hat jetzt gerade eben mal 4000 Schaden. Ah, okay. Wir haben lang genug ausgehalten. Von hinten angegriffen. Kassiert er nämlich jetzt richtig Schadenspunkte. Okay, der Kampf ist zu Ende. Welch ein Glück. Und komm, noch ein Angriff von schade. Wow. Das hat wehgetan. Da gibt es nochmal einen großen Bonus drauf. So, 5 Punkte haben wir. Ich muss mal schauen, wie viele Lebenspunkte er überhaupt noch hat. 537. Ja, komm, mal gucken, wie viel wir ihm damit drücken können. Ich glaube nicht gerade wenig. Macht er wieder Power? Nee, er macht Eiskugel. So, noch einmal Gruppenheilung. Ja, 180 hat er noch. Jawollo! Geht doch. Hat lang gedauert, aber hat funktioniert. Too easy. Nice. Oh yeah! Yay, Bimo! Wow, this is way worse than I thought. What's left of the fire will go out unless we can superheat the core and steam off all this water. What do we need to do? There's only one person who has enough firepower to fix this. Torcho, my father's niece. But ever since she was punished for trying to overthrow my father, she's been hiding out at the Royal Retreat on Firebreak Island. We're on it, Princess. Don't worry. Yeah, stay cool. I mean, you know, not like you have a choice. All right. Wir müssen Torcho finden.
die böse, ja, whatever. Oh, das wäre aber in die Hose gegangen. Ich sehe da gerade eine Kiste. Wer weiß, was wir hier Cooles drin haben. So, Jake hilft uns jetzt hier hochzukommen, würde ich sagen. Kommen wir hier durch? Nö. Up we go. Aha. Sehr schön. Haben wir da drüben auch noch eine Kiste? Nee, aber 50-50 Chance und wir haben die richtige erwischt. Cool. So, jawohl, 10.041. Das lohnt sich hier nochmal ein bisschen aufzuleveln. So, was ist bei ihr? Bimo muss auch noch weiter getrackt werden. Wunderbar. So, jetzt können wir noch die Special Moves machen. Ja, Flammenattacke. Es war ganz gut, dass mir noch rechtzeitig aufgefallen ist, dass die Eisattacken notwendig sind. Boomerang habe ich bisher noch nie genutzt. Genauso wie das Schild. Eigentlich hätte ich mal das Schild nutzen sollen. Aber egal. Läuft voll gut. Wir sind hier mega massiv unterwegs. Da drüben müssen wir hin. Boah. Diese geilen Grafikfehler. Das Durchscheinen der Wände. Richtig herrlich. Genauso muss ein AAA-Titel funktionieren. Hat ein bisschen was von, von Assassin's Creed Unity. Hier, schaut mal, ich kann sogar Wallhack. Bitte nicht melden. Nicht, dass ich gebannt werde aus dem Spiel oder so. Okay, hier waren wir überall schon. Dementsprechend müssen wir jetzt die böse Tante suchen, die sich wo befindet. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Nee. Nee. Ja, wo ist er denn? Moment. Nee, ich sehe auch nicht. Aha. Da unten ist sie. Ja gut. Dann müssen wir wohl ein bisschen andere Wege gehen. Ja komm, dann nehmen wir mal Jake und fahren hier mal mit unserem Treckermobil quer über die Welt. So. We meet again. Und wir sind im Boot und tuckern damit durch die Gegend. So. Aha. Bimo ist nämlich hier der Trick, der lotst uns dorthin, wo wir hin müssen. Das finde ich herrlich. Ich mag Bimo. Bimo ist cool. Quack. Gut. Also, da lang. Upp. Hier mal kurz ein bisschen rumsammeln. Ich frag mich immer noch, was das da vorne zu bedeuten hat. Ich meine, das muss ja irgendwas bedeuten. Aber ich verstehe nicht was. Na gut. Da drüben ist eine wunderschöne Vulkaninsel. Da werden wir die gute wahrscheinlich finden. Na, das sieht hier schon ein bisschen bedrohlicher aus. Die Brandschutzinsel. Jawohl.
Brandschutzinsel. Das sieht alles aus, aber nicht nach Brandschutz. Ah, super. Wir können hier zumindest. I've got a feeling it's supplies you need. If that's the case, then please proceed. Was haben wir hier? Ach, Zeitteilung. Okay, bye. I'll catch you later. Come see me again. To your team, Al-Qaeda. Okay. Wir brauchen eindeutig mehr Kohle. This has got to be the place. Let's find Torcho. Und da sind natürlich wieder Pinguine. Und hast du nicht gesehen. Na klar, wo sollen Pinguine denn auch sonst sein? Fuck. Wenn nicht im Eis, beim Feuer. Pinguine mögen es ja bekanntlich sehr warm. Aber Erfahrungs... Also die Items, die gehen ganz gut. Quatsch, die Items. Der Schaden, der geht ganz gut hier. Smack. Can't torch this! Can't torch this! Oh, geil, ey. Diese Sprüche sind so herrlich. Can't torch this. Can't torch this. Can't torch this. Komm, und jetzt lass mich noch einmal dran. Schade, leider nicht. Aber glücklicherweise genug Kohle, damit wir uns jetzt nochmal ein bisschen weiter ausrüsten können. So, wir heilen uns hier an dieser Stelle. Genau. Alle sind wieder fit. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Kohle rauspulvern. Oh, hello. What do you know? Einen können wir noch. Da haben wir auch noch einen. Hier geht es ja auch noch weiter. Super Muffin. Auch noch einen mit. Ach komm. Wir kaufen den Duty jetzt einfach ausnahmslos leer. Und heilen uns dann gleich später irgendwann einfach mit ein bisschen Zeitheilung. Ich meine, warum auch nicht? Und Alter, dich nehme ich jetzt mit. Du nervst mich nämlich mittlerweile. Pinguine. Aber die machen sogar. Die machen Quark. Warum machen die Quark? Pinguine machen noch nicht Quark. Pinguine machen. Fuck. Auch das noch. Ups. Ah, Glück gehabt. Da ist er wieder. Das Boot ist voll. Das heißt, man kann noch nicht einmal mehr als zwei Pinguine oder zwei von diesen anderen Viechern mitnehmen. Nerf. Nerf. So, schauen wir mal, was wir hier oben noch haben. Ja, und da freut er sich. Ich drück mal ein bisschen zur Seite, damit ihr es mal sehen könnt. Voll cool. Climb on! So, how do we get up there? I can fit in here. Okay, Bimo macht das. Ah. Das ist ein Single. I can see now. Bimo move. Hooray for Bimo! Yay, Bimo! Bimo is the best! Way, Bimo! Oh, herrlich. Bimo ist wirklich der Beste. Ah, darüber. I can fit in here. Hier ist eine. Nur. Ah.
Beamer got it working. All aboard! Voll gut. So, und Marceline, für dich habe ich auch noch eine Sache. Zwar hier unten. Denn du musst natürlich auch diese Kiste öffnen, wenn wir die schon haben. Sweet. Marceline. Beste. So, wie viel Geld haben wir? Nicht so viel. Das heißt, wir lassen das hier an dieser Stelle. Und gut, dass ich mich nochmal ein bisschen aufgerüstet habe. Denn da vorne stehen nochmal wieder ein paar dicke Dudes. 5, 5, 5, 5. Ach, easy. Ich dachte schon, hier kommen jetzt ernsthafte Gegner. Das gefällt mir nicht. Wir gehen mal erstmal auf den mittleren. Nee. Ich könnte natürlich mal auf Blocken gehen. Och nö, das wäre zu. Das wäre zu einfach. So, aber das wollte ich nämlich. Ich wollte nämlich 8 Punkte haben. Um dann Röms zu machen. Das Blöde ist natürlich, dass der eine Dude jetzt trotzdem dicke Schaden rauszimmern kann. So, aber einen haben wir zumindest schon mal weg. Nee. Ja. Dann lieber sowas. Nee, ich liebe auf ihn. Weil ich jetzt einfach davon ausgehe, jawohl, dass Jake und Finn den letzten platt hauen. Und Entflammung. Er lädt sich auf. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? 539. Wunderbar. Einmal eine Eisklinge auf den letzten. Und geschafft. Haha. So. Sehr gut. What is wrong with you? You would think that all of the guards you had to fight to get here might have given you a clue that I don't want to be disturbed. It actually seemed pretty normal to us. Yeah, we have to fight a bunch of guys to talk to most of the people we want to talk to. And that doesn't send you any sort of message? That we're persistent? What do you want? We need you to come back to the Fire Kingdom with us and superheat the core. The fires are almost out. And why exactly would I want to do that? Because your fire will fizzle too if the core goes out? Hmm, good point. Okay, I'll help. But I'm going to need you to gather some things for me first. I'll make you a list. Cool! No offense. I can't believe the fate of Ooh is in your hands. Just meet me at the core when you've gotten everything I need. So. Wunderbar, 3 Heizkerne werden benötigt. Aber eben jene werden wir uns erst in der nächsten Folge aneignen. Denn hier mache ich erstmal einen Cut. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Adventure Time. Mit auf der Tür. Mit euch zu fernen Welten mit.